Tja, Leute. Jetzt, wo wir Flux haben, können wir auch ein paar andere Sachen damit machen. Zum Beispiel Flux in Wasser schmeißen. Dann haben wir Lime Water. Und in Lime Water, damit kann man einige interessante Dinge anstellen. Beispielsweise noch Sand dazu schmeißen. Und versiegeln und dann kriegen wir hier Mörtel raus. Dann können wir hier auch unser Haus, das sehr schön im Entstehen ist, verfließen. Sozusagen. Es steht noch so in den Grundmauern, aber ihr seht, es gibt Fortschritte. So, ich habe auch hier ein bisschen Stroh geerntet. Neben den Fortschritten, die ich so am Haus gemacht habe. Wenn man die vier zusammen macht, kriegt man hier einen Heuballen raus. Den kann man hinstellen. Heutzutage kann man einfach durchlaufen. In älteren Versionen war der massiv. Heute ist das eher so, ja. Es hat, ich weiß nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe, ich glaube nicht, kann ich euch aber jetzt glaube ich gerade auch nicht zeigen. Wir werden die jedenfalls brauchen. Einmal eventuell zu Deko-Zwecken. Man kann die, glaube ich, auch wieder, ja, man kann die wieder zu Strom machen. Passt noch zusammen, das werden dann also, ja, quasi die zwei Stacks. Zwei Stacks wären das. Es wird schon langsam Herbst hier. Ja, was heißt langsam? Wir haben Herbst. Noch haben sich, ich weiß nicht, ob in diesem tropischen Klima, ob sich da die Blätter verfärben oder nicht. Im Herbst, da bin ich mir unsicher. Oder ob sich da die nur bei manchen Bäumen. Der hier sieht ein bisschen verfärbt aus. Das kann natürlich auch sein. Das Haus, die Grundmauern sehen relativ großzügig aus, sind sie aber nicht, wenn ich bedenke. Naja. Da werde ich eher noch anbauen müssen, wenn ich später auch ein paar Lagerbereiche noch brauche. Und die werde ich brauchen. Was, wie viel Sand habe ich da reingeschmissen? 13. Ja, da kommt ein bisschen Mörtel raus. Oh doch. Large Rawhide. Kann ich mir hier auch mal ein Bett wieder machen? Genau. Genau. Doch, ich meine, ich hatte in der alten, im alten Haus nämlich auch welche. Nämlich auch ein Bett schon gemacht. Ich meine schon. Ich meine eigentlich schon. Ich bin der Meinung. Ich bin mir eben nicht ganz sicher. Falls nicht, dann seht ihr jetzt, wie das geht. Wie es gehen sollte, zumindest. Bin ich denn völlig blöd? Ich stelle mich mal von. Versuch's mal von der Wand weg hinzustellen. Ist doch ein Large Rawhide, ja. Na? Ja, geht. So.
Only sleep at night, of course. Und der Nacht sagt er mir dann, es ist so unbequem, um drin zu schlafen, aber ja. So ist das halt. Was ich aber vor allem machen wollte, Autsch, war Folgendes. So, mit normalem Stein und einem Stick, so, und dann mit Smooth Stone, eine Quern Base, so. Und das werde ich im Küchenbereich, was der hier werden wird. Die Frage ist, wo genau mache ich das? Ich schaue mir das mal an, denn das, ja, das wäre denkbar, in den Boden einzulassen. Ich muss mir nur die richtige Stelle für raussuchen. Ja, jetzt muss ich mir überlegen, wie ich mir das hier so vorstelle. Ich würde ja sagen, hier so, in der Ecke so. So, ich weiß nicht, Sugarcane? Nee, ne? Nee. Da weiß ich gar nicht, wie ich das verarbeite, ehrlich gesagt. Oder ob ich das verarbeite. Was ich weiß, ist, dass ich ein paar Sachen habe, die ich da drin verarbeiten kann. Namentlich wären da zu nennen. Wo habe ich's? Hier drin, ne? Ja. Reis, genau. Reis passt. Dann wäre noch das Kelvionite zu nennen. Aber erstmal der Reis. Nur das Kelvionite wäre definitiv auch wichtig zu verarbeiten. Hier habe ich das. Denn früher oder später muss ich es verarbeiten, dann kann ich das auch schon mal vorbereiten. Das muss ich erstmal, den Reis erstmal darunter schneiden vom Stroh. Quasi. Und jetzt ist es schon wieder dunkel, oder was? Oh ja. Das ist natürlich schlecht. Und da ich noch kein Dach habe, ist es, kann ich da nicht bleiben. Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich blöd. Aber man versteht das Prinzip schon mal, hoffe ich. Ich glaube nicht so, sondern vielmehr. Eins tiefer noch, genau so. Denn ich werde auch noch einen Wassereimer brauchen. So sieht's aus. Jetzt wird's, ist es dunkel.
Ich sehe da draußen gerade allerdings nichts rumspringen. Noch nicht. Aber dennoch werde ich erstmal eher hier drin rumspringen, die Nacht über. Und ich muss da drüben unbedingt das Dach aufbauen, damit ich da drüben dann auch wirklich was machen kann. Und dann. Aber morgen früh zeige ich euch erstmal, wie der Körn funktioniert. Die schöne kleine Mühle.